Wie ist das beim E-Sports? Wie wird da wirklich das Geld gemacht? Da kann ich mal ganz kurz in unser Pitch-Deck schauen. Klar, wir gehen ja auch auf Sponsoren zu und da steht das alles ganz genau drin. Da gibt es auch Medienrechte, Werbung, Sponsoring, Merchandising und Ticketing. Insgesamt ungefähr ein Volumen von 1 Milliarde Euro 2019. Als Vergleich zum Fußball, da hat allein der FC Barcelona 380 Millionen eingenommen. Wir hatten schon vorhin schon das Thema Preisgelder. Also darüber wird ja auch viel generiert. Wie siehst du das? Wie siehst du auch den Stellenwert von E-Sport in den nächsten 10 Jahren und auch die Entwicklung von Preisgeldern? Also in den nächsten Jahren glaube ich nicht, dass die Preisgelder in der Spitze noch extrem weit eskalieren werden. Wenn man sich mal überlegt, dass bei Fortnite für eine E-Sport-Saison 100 Millionen Dollar ausgegeben wurde, mehr als dreimal so viel wie in Wimbledon der Preispool ist, Tennis, für die, die es nicht wissen. Ich glaube eher, dass in der Breite die ganzen Preisgelder nach oben gehen. Also da, wo man jetzt vielleicht 50 oder 150.000 Euro verdient, ist natürlich weit von den 3 Millionen Dollar entfernt, die jetzt ein Buga in Fortnite als Weltmeister gewonnen hat. Dementsprechend glaube ich, dass solche Preisgelder auch nach oben dotiert werden. Und das ist, glaube ich, der Trend, wo es hingeht.